Hallo und herzlich willkommen, liebe Dead Space 3 Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt geht's weiter mit dem 11. Part des Weltraum-Grusel-Third-Person-Shooter-Spiels oder wie ihr das auch immer nennen wollt. So, wir sind angekommen auf der Terra Nova Tram Service an der Aft Station oder so ähnlich. Wie heißt das hier im Deutschen? Müssen wir mal eben gucken. Die Shuttle Bay finden. Persönliches Logbuch. Laut Ladungsverzeichnung der Terra Nova befindet sich die Crozier in der Shuttle Bay der Achtern-Sektion. In der letzten Folge, in Part 10, habt ihr ganz einfach gesehen, wie das Let's Play geendet hat, wo ich quasi in diese Bahn eingestiegen bin und der Speicherpunkt hat mich dann hier hingeworfen. Ich habe eh ein bisschen mit den Speicherpunkten gekämpft, das heißt, den letzten Part habe ich auch nochmal durchspielen müssen, weil er mich irgendwie nicht da abgesetzt hat, wo ich absetzen wollte. Jetzt setzt er mich hier wieder ab. Also, wenn ihr das Let's Play das am besten im ein Stück. Ansonsten müsst ihr eventuell mehrere Parts nachspielen oder eben darauf achten. Wenn man hier zum Beispiel auf Speichern und Beenden geht, dann ist das so eine Sache. Also es beendet sich nicht wirklich sofort da, sondern irgendwie immer an so einem bestimmten Kontrollpunkt. Da habe ich mich gestern Abend ein bisschen mit rumgeschlagen. Also ich musste 40, 45 Minuten nochmal nachspielen, habe dabei dann auch ordentlich Ressourcen gesammelt und habe die dann eingesetzt. Da gehe ich aber gleich noch ein bisschen drauf ein. Und ein Kumpel von mir hat mir einen Download-Key gegeben. Das war der Maki, recht herzlichen Dank dafür. Da habe ich jetzt hier so eine neue Wumme bekommen. Na, die gab es irgendwie so, da muss man so einen Key eingeben. Und ich habe das Teil noch nicht gespielt, muss ich sagen. Ich habe es aber runtergeladen und die habe ich jetzt eben dabei. Ich gehe nachher mal an eine Werkbank, dann können wir ein bisschen mehr dazu sehen. Und keine Angst vor Werkbänken. So, ich würde sagen, als nächstes lasse ich hier mal meinen Robi frei. Das ist ja unser kleiner Ressourcensucher, den ich irgendwie immens cool finde. Muss ich sagen, das beste Teil des ganzen Spiels. Also hätte man sich jetzt zum Beispiel so eine Special Edition von Dead Space 3 gewünscht, wäre es dann nicht super geil gewesen. Man hätte so zum Beispiel einen fernlenkbaren Robi dazu bekommen. Dann hätte ich den ganzen Tag durch die Bude gejagt bei mir. So, sei es drum. Gehen wir erstmal weiter. Ich bin mir nicht genauso sicher, wo geht's jetzt her. Okay, das war an der anderen Station ja auch so, dass er dem linken Raum hier erstmal ein bisschen was zum Einsammeln gab. Und es gab, glaube ich, auch hier irgendwie ein Audio-File. Ah, hier ist kein Audio-File, okay. Stellen Sie zum Öffnen... Achso, was ist das überhaupt? Wer das weiß, kann das gerne mal hier sagen. Stellen Sie zum Öffnen eine Talkstange. Du hast keine Talkstange in deinem Inventar. Ja, das weiß ich. Woher bekomme ich eine Talkstange? Kann man die bauen oder was? Oder muss man die finden? Hilfreiche Tipps dazu bitte in die Kommentare. Das wäre sehr nett von euch. So, Robi sammelt jetzt da halt irgendwie ein bisschen Kleinzeug für uns ein. Komm, feiner Junge. Also ihr müsst eigentlich, glaube ich, nicht auf dem achten. Den findet ihr hinterher auf jeden Fall an der Waffenstation wieder. An der Werkbank. Ach du Scheiße, wo kommt der her? In Bearbeitung, bist du behindert oder was? Mach auf! Geh auf, geh auf, geh auf. Robi ist noch draußen, Robi! Ich hoffe, er tut Robi nichts. Immer diese Monster, ey. Bin mal gespannt, was uns heute so erwartet. Ich bin sehr gut drauf. Ich bin schnell, ich bin wendig. Ich bin, oh, ich höre schon ein. Ein Haufen Schrott. Kabine bekomme ich keinesfalls druckfest. Dann müssen wir die Remote zurück. Ja, das geht's doch nicht. Okay. Ich versuche mal ein Remote-Relay zu bauen, das ich dann an der Hülle befestige. Was denn? Das ist unser altes Schrottraumschiff oder was? Und was ist ein Remote-Display? Wo müssen wir es bauen? Ziel hinzugefügt. Ein Remote-Relay bauen. Drücke für Details. Eine Taste. Ich habe 0 von 3 Remote-Teilen des Shuttles gefunden. Ich muss sie finden und zur Werkbank bringen, um ein Remote-Relay zu bauen. Ja, hat der Typ ja gerade schon gesagt. Okay. Was muss ich dafür tun? Muss ich hier die Gegend absuchen oder was? Hier ist ein Aufzug. Hier irgendwas? Nein. Hier irgendwas? Nein. Ein Somatgel. Ich frage mich die ganze Zeit, was macht man eigentlich mit Somatgel? Ist das irgendwas zum Haare schön machen für hier unseren Kumpel? Elevator. Kann ich mir das anzeigen lassen? Ah ne, er möchte, dass ich dahin. Was ist denn hier? Ach, hier ist auch so ein... Ich weiß gar nicht, wie nennt man das hier? So eine Gondel oder sowas.
So, da sind wir. Aktivieren, ja, Logo. Und, achso, guck mal, man kann auch runter. Wollen wir runter oder rüber? Ich fahr erstmal rüber. Willkommen an Deck 8. Heute mit dem Monster Ihrer Wahl. Da kommt doch jetzt einer raus, oder? Hey. Hier ist eine Werkbank. Ein bisschen Gel. Ich weiß, man kann die zerstampfen. Ich find's aber cool. Ich find das voll geil. So abballern, reinziehen und so. Ich find, das hat Style. Na, jetzt fahre ich mal hier einfach runter, oder? Zeigt dir das an? Er zeigt eigentlich die Werkbank an, aber ich habe ja noch nichts. Oder habe ich die Teile jetzt? Aktivieren. Ah ne, da könnt ihr sehen. Shuttle Remote zusätzliche Teile benötigt. Also, 010101, zack. Raus hier. Ja, jetzt lass mich auch, das wollte ich vielleicht am Ende vom Video, weil die Leute das immer so langweilt, dann können die Leute dann selber entscheiden. Oder ihr könnt dann selber entscheiden, ob ich dazu noch was sagen soll, zu den DLCs, die jetzt verfügbar sind. Die ersten Parts habe ich ja gespielt vor dem Release und da konnte man da definitiv noch nichts von einkaufen und jetzt ist es aber soweit. Mittlerweile könnt ihr gegen Geld Waffenerweiterungen und neue Anzüge laden und sowas. Yippie-yay, Schweinebacke! Oh, vorbeigeschossen. Mann, ne, Gruselwichte, ey. Ah, guck mal da. Teil gefunden. Eine von drei Teilen für Fernsteuerung. Bäh. Das ist ganz schön eklig. Ah, da drüben. Guck mal da. Ich gehe mal ein bisschen von dem Teil weg, das explodiert. Ach, scheiße! Ich hab doch gesagt, ich gehe. Wieso ist denn der so schnell wieder aufgetaut? Ich weiß nicht, hat man das jetzt mitbekommen? Ich hab das zweite Remote-Teil schon gefunden. Wer hat das eingesprochen im Studio? Kann man hier noch irgendwas Gescheites finden? Ich glaube nicht. Leiter hoch. Macht auch keinen Sinn. Also würde ich sagen, zurück zum Fahrstuhl. Man konnte ja noch in diese untere Ebene fahren, oder? Unter das Raumschiff. Keiner da? Keiner, der schreit? Uah. Was war denn das? Ich sollte das nicht nachts spielen. Missgeburt. Und das hat er jetzt gesagt. Habt ihr das auch gehört? Ey, hau ab! Ey, jetzt hau aber ab, ey. Wichser. Drecksack, echt. Aktivieren, ja, bitte. Ja, fahr doch auch irgendwo hin. Ja, aktivieren. Ja. Mann, ist das Ding doof. Ich höre das schon wieder hier, so ein Schweinevieh. Halt bloß die Schnauze. Ja, und was jetzt? Hier oder was? Nein. Aktivieren, ja. Ich habe noch gar nicht alles gefunden, oder? Ich könnte mal die neue Wumme ausprobieren, oder? Ja, da habe ich noch keinen einzigen Schuss mit abgegeben, ich schwöre. Ey, ich schwöre. War ich schon hier? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Das Schreien geht mir echt auf den Sack. Ich glaube, den Soundfile lösche ich einfach mal aus den Dateien raus.
So. Ah, hier blinkt was. Das ist schon mal gut. Remote-Platine. Teil gefunden. Alle Teile versetzen Sie das an der Bank zusammen. Okay, das machen wir. Ah, nee. Hier verschwende ich das noch nicht. Ah, oh, noch was. Aufheben. Ah, schon wieder weg, ey. Uah. Ist das hinter mir oder was? Ja, jetzt pass auf. Aber was muss man damit machen? Vorbeischießen. Dauert aber ein bisschen lange, bis sich das Teil auflädt, oder? Ich muss gestehen, ich bin eigentlich ein Freund des Standard-Plasma-Cutters. So, wo war die Piss-Werkbank? Die war über uns, oder? Nicht ducken. Linie am Boden. Ja, danke schön. Heute nur Randale und Stressmusik, oder? Uah. Wo sind die Viecher hin? So. Ich glaube, ich muss doch nochmal rüber auf die andere Seite, oder? War das richtig? Auf der anderen Seite war die Werkbank, oder? Mann, du, ich fahre hier nur hin und her, ey. Nee, dahin. Der Sucherbot wartet an der Bank. Das ist schön, dann hat er das Level hier durchgeforstet, glaube ich. Also das Ding auf jeden Fall immer ordentlich absetzen. Ja. Das macht aber auch einen Lärm hier, oder? Remote-Platine. Haben wir alles. Stehen wir her. Ey, wenn ich an der Werkbank stehe, dann darf man mich nicht angreifen. Fixer. Habe ich das jetzt schon hergestellt? Herstellen. Danke. Jetzt in aller Ruhe und in Frieden. Ah, der Sucherbot ist zurückgekehrt. Warte auf Ressourcensammlung. Da könnt ihr jetzt rechts sehen, wie die Ressourcen ganz einfach mehr werden, ja, also Wolfram 185, Halbleiter 1688 und so weiter und so fort. Den Bot könnte man dann wieder aussetzen, der hat nur, wenn ich das richtig verstanden habe, eine gewisse Aufnahmekapazität. Der ist ja sehr klein, der Robi. Ja, ich weiß nicht, ob der, man kann den auch aufleveln irgendwie, dann, ich weiß nicht, ob es dann ein dickerer Robi wird, auf jeden Fall kann er dann einfach mehr Sachen sammeln, ja, und dadurch, dass er Sachen sammelt, können wir unser... ja, Inventar auf Pimpen. Pimp my Weapon oder Pimp my Plasma Cutter. So, und dann gibt es jetzt eben hier folgendes Neues, was jetzt verfügbar ist. Ich rede jetzt ganz kurz ein bisschen über die DLCs und so, wenn euch das nicht interessiert, dann jetzt abschalten. Ansonsten könnt ihr wahlweise hier auf Inhalte zum Herunterladen gehen und dann könnt ihr jetzt sehen, das ist jetzt verfügbar. Und es gibt eben Ressourcenpacks, Anzüge und Waffen und diverses. Ja, Logo oder alles. Ja, und bei diesen Ressourcenpacks ist es halt eben so, das erinnert so ein ganz klein bisschen an diese Mass Effect 3 Multiplayer-Variante, denn da konnte man auch so ein bisschen Zeugs kaufen, das random generiert wurde. Also ihr könnt ja einfach sehen, wir haben hier so ein Ultrawaffen oder ein episches Waffenpaket für jeweils 1,99 € oder 2,99 €. Wahlweise kann man das auch hier gegen Rationspunkte kaufen. Ich habe immer nur 24, das seht ihr unten links. So, da könnt ihr jetzt sehen, in so einem Pack ist drin, Sorge mit einem Ultrawaffen- und Ressourcenpack für Chancengleichheit. Jedes Pack enthält garantiert ein MKV super aufgeladenes Waffenteil. Und hier ist es, zwei MKV super aufgeladene Waffenteile mit einer 50%igen Chance auf ein drittes Bonusteil. Das heißt, es ist so ein bisschen wie im Lotto. Man weiß nicht genau, was man bekommt. Also man bekommt das Zeug und eventuell noch ein bisschen mehr. Und was ihr auch auf jeden Fall bekommt, hier irgendwelche Lackierungen, bla bla bla. Und ihr bekommt folgende Ressourcen bei dem 2,99 € Paket. Zum Beispiel 240 Wolfram, 800 Halbleiter, 2000 Altmetall, 400 somatisches Gel, 200 Energieumwandler, bla bla.
So, also das ist, ihr könnt das kaufen, dann müsst ihr nicht so viel einsammeln gehen. Ja, da kann man geteilter Meinung drüber sein. Ich habe das ausprobiert, gestehe ich jetzt einfach schon mal, weil ich wissen wollte, wie das funktioniert mit dem Kaufen und so weiter und so fort. Und da hat man einfach ein erweitertes Inventar, also man hat mehr Ressourcen und dementsprechend kann man einfach schneller seine Waffen aufleveln, wenn man das möchte. So, was gibt's noch? Dann gibt's das Anzüge und Waffen hier. Und da könnt ihr sehen, ihr könnt entweder alles zusammen kaufen, was ich seltsam finde, dass das gleiche Preis dann anscheinend hat, wie alle Teile einzeln, oder? Dieser Premium Pack enthält den Beschleuniger für den Sucherbots. Ah ne, den Beschleuniger gibt's dafür umsonst. Okay, also ansonsten gibt's hier ein Scharfschützen-Pack, ein Tundra-Aufklärungspack und ein Marauder-Pack. Und da kann man zum Beispiel sehen, hier enthält den Scharfschützenanzug und die SMP-90 Scharfschütze. Scharfschützengewehr soll das wahrscheinlich heißen. Und dieser Anzug, bla, da steht dann immer noch hier so ein bisschen Laberei und so. Entwickelte Elite-Anzug mit einer starken Panzerung für maximalen Schutz und dem Motto, kein Rückzug. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt kaufen oder hier, das ist auch irgendwie ganz stark, Körperwärme wird aufrechterhalten, also wahrscheinlich könnt ihr euch dann besser hinterher in Schnee und Eis bewegen, das weiß ich noch nicht. Und hier Separatistenkriege an furchtlose Scaff-Maradö-Einheiten ausgegeben, bla bla, Impulsgewehr, dreifache Gefahr, was gab's hier für eine Waffe? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ist auch egal. So, auf jeden Fall, hier könnt ihr immer ein Pack kaufen für 5 Euro, für einen Anzug und für eine Waffe. Ob man das braucht, lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber EA sagt ja auch nicht, du musst das kaufen, sondern du kannst das kaufen. Ansonsten, soweit ich da richtig informiert bin, findet man das auch im Verlauf des Spiels oder kann man das halt irgendwie freischalten. So, dann gibt es hier noch die Sachen Diverses, Beschleuniger für Bots, Persönlichkeitspack und Kapazitätsupgrade. So, und dieses Upgrade verringert die Suchzeit jedes Sucherbots. Also hier kann man sich quasi auch das so ein bisschen ein Cheat erkaufen. Das soll im Übrigen auch bei GTA 5, soll man sich Cheats kaufen können, also ähnlich wie das hier. So, und der Sucherbot ist dann einfach 50% schneller und findet dann schneller Sachen und Ressourcen. Ja, was ich ein bisschen blöd finde, ist ehrlich gesagt das Paket hier. Das Paket hat so ein bisschen für Unmut bei mir gesorgt, denn Persönlichkeitspack für Bots, ein Stimmen- und Persönlichkeits-Firmware-Update für ANG3-Sucherbots. Es lädt erweiterte Sprach- und Sarkasmus-Protokolle auf alle eigenen Sucherbots, sodass die wahllosen Gedanken in ihrem Mikroprozessorgehirn eine Stimme bekommen. Was die Sucherbots sagen, hängt davon ab, wie man sie behandelt. Man sollte Bots mit Sprachausgabe nie in schweren Kämpfen, unwirtlichen Umgebungen oder mitten im Weltall einsetzen. Es sei denn, man möchte hören, was sie wirklich über einen denken. Und das, finde ich, ist eine super coole Sache. Das hört sich voll geil an, wenn der Ruby noch mit uns spricht und sagt, ey, du blödes Arschloch, wieso muss ich hier suchen? Fick dich doch ins Knie, Sirius, du... Weiter will ich jetzt nicht gehen. Aber das finde ich persönlich total geil. Und da frage ich mich, wieso ist das nicht von vornherein im Spiel drin? Wieso muss ich das extra kaufen? Ja, bei diesen anderen Sachen wie Waffen und Anzüge freikaufen und so. Das ist okay, wenn du schlecht spielst oder so wie ich, dann kannst du dir einen besseren Anzug kaufen. Oder wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, ich habe nicht so viel Zeit, ich will nicht jeden Abend 6 Stunden in Ressourcensuche und so investieren. Dann kannst du sagen, ey, ich kaufe mir für 2-3 Euro ein paar Ressourcen und dann leck mich doch am Arsch. Aber das Ding hier finde ich irgendwie gut. Ich finde, das hätte so mit ins Spiel reingehört. Das ist so der einzigste Punkt, wo was so ein bisschen auf Unverständnis bei mir stößt. Kapazitätsupgrade ist so, ja, okay, dann kann das Ding halt mehr sammeln, bla bla bla. Das hat auch wieder was mit Fleiß und Faulsein beim Spieler zu tun. Aber das hier, das Persönlichkeitspack, das, ja, das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Ja, was ihr davon haltet, würde mich natürlich auf jeden Fall mal interessieren, denn diese Mikrotransaktion bzw. diese 11 DLC-Politik, wobei ich finde, es sind ja jetzt keine DLCs, sondern man kann sich halt irgendwas freischalten lassen gegen Geld, was man auch sonst bekommt, stand ja ziemlich in der Kritik. Ja? Wenn ihr auf Kaufen geht, könnt ihr ganz viele Optionen, PayPal, Kreditkarte, was weiß ich. So, und dann dementsprechend baue oder modifiziere Waffen, baue Waffen aus Pläne und jetzt habe ich halt mittlerweile so viele Ressourcen, dass ich eine einfache Strahlenkanone, eine Energiekanone, das Ding hier oder die Schrotflinte bauen könnte, ja. Die anderen Dinger, die hier noch rot ausgeleuchtet sind, könnt ihr sehen, da habe ich nicht genügend für. Ich wollte ja mal gern den Ripper haben. Wer ist der Schocker, Ausweider oder irgendwie sowas? Hier, das Ding finde ich sehr geil. Da können wir sehen, unten rot eingeblendet Wolfram 665, habe aber nur 185. Also entweder könnte ich jetzt hingehen, diese Ressourcen kaufen oder die halt im Lauf des Spiels einfach noch einsammeln. Dann könnte ich eben auch das Ding hier bauen. So, dann können wir die Waffen verbessern und wir haben hier den Safe.
Und im Safe, wenn ihr was runterladet, dann findet ihr da halt die Waffe drin. Beziehungsweise habe ich da die Waffe drin gefunden, die ich jetzt mit reingenommen habe. Schade, dass ich das nicht aufgenommen habe. Ich habe gedacht, das könnte man nochmal wiederholen. Ging aber anhand der Speicherpunkte leider nicht. So, Waffen-Upgrades. Ich gehe nochmal einmal auf die Waffe. Ihr könnt jetzt sehen, ich habe alle Platinen ausgerüstet mit mehr Schaden. Und unten wird halt angezeigt, wie viel Schaden, Nachladezeit und sowas das Ganze macht. Was mir nicht so recht in Sinn geht, was bedeutet Clip hinzufügen? Wähle einen Upgrade-Platinentyp aus. Also man kann Schaden plus Clip, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden. Kann man da noch mehr Platinen dann ranballern oder was? Das war ich mir nicht ganz so sicher. So, auf jeden Fall, das habe ich jetzt gemacht. Die ganzen Platinen ausgefüllt. Und wo konnte man die Waffe nochmal umbauen? Und hier kann man sie umbauen. Und eben zum Beispiel, jetzt habe ich hier oben habe ich diese Standardspitze drauf. Jetzt könnte ich sagen, hier neue Spitze herstellen. Wenn ihr die entsprechenden Teile habt, könnt ihr, unten wird das auch angezeigt. Ja, unten rechts, oberes Tool. Da könnt ihr jetzt sehen, wie die Werte sich ändern. Ja, also da, so ist es halt schlechter. Und so ist es halt ein bisschen stärker. Kompakte, konische Steuerung macht halt mehr Schaden. Er schafft einen breiteren Plasma-Cutter-Stahl. So, das heißt, das Teil kann ich jetzt herstellen, sofort ausrüsten. Jetzt seht ihr, habe ich obere Toolspitze, kompakte, konische Steuerung. Das gleiche kann ich jetzt hier machen, neue Spitze herstellen. Dann kommt das auch nochmal. Warum da jetzt Clip nach unten geht, das weiß ich gerade nicht. Oder soll ich das sein lassen? Ich weiß es nicht. Also ich habe dann auf jeden Fall mehr Schaden. Soll ich das machen? Tempo ist das wahrscheinlich, oder? TPO? Könntest du ja auch mal, ne, das lassen wir so, eine Standardspitze. So, Erwartung 2, was können wir hier machen? Medizinische Hilfe? Nein, Stasi-Hilfe, nein, was können wir hier? Was kann man denn alles hier, das könnt ihr alles herstellen für da ran. Stasi-Beschichtung, Stasi-Hilfe, Munitionssammler, sammelt automatische Munition, das ist eigentlich auch nicht schlecht, oder? Also das könnten wir hier machen, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Upgrade-Platinen habe ich jetzt hier 8 von 8 verbaut. Den Rahmen habe ich hier einen kompakten Standardrahmen. Was macht der zum Beispiel? Ja, da muss ich ganz umbauen oder was? Neuen Rahmen herstellen. Was kann der machen? Da muss ich vermutlich komplett umbauen. Und hier habe ich jetzt einen Plasmakern drin. Können wir mal gucken. Ah, da könnt ihr sehen, dass wenn ich das einsetze, ja, sich da irgendwie... Ja, und hier, auch hier könnt ihr Militärantrieb herstellen. Was kommt denn dann? Dann wird es halt schneller. Immer schön gucken, wo irgendwie... Ich bin ja so immer drauf und dran, Schaden zu machen. Ich habe mir das auch schon mal so rumgebastelt, dass es irgendwie total cool war. Ich lasse das aber jetzt mal einfach so. Also Erweiterung 1, nichts ausgewählt. Heilen den Partner, nein, das will ich nicht. Nein, will ich auch nicht. Das mache ich zum Beispiel. Ich lasse jetzt mal Munition automatisch einsammeln, oder? Das ist doch eine schöne Sache. So, fertig. Jetzt ist meine Waffe einfach ein Stückchen stärker, ein Stückchen weiter ausgebaut und so weiter und so fort. Und ihr könnt jetzt dafür voten oder abstimmen, ob ich beispielsweise ja, den Robi sprechen lassen soll. Ich fände das super cool, ich glaube, das werde ich auch machen, aber ich würde gerne eure Meinung dazu wissen. Ob ihr sagt, Mensch, Sirius, bau mal den Robi weiter aus, wir wollen einfach sehen, dass du dich mit dem Ding streitest, weil ich glaube, das könnte ganz lustig beim Let's Play werden. In der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall die Platinen oder was ich immer da gerade gebaut habe, irgendwie einsetzen. Und ich sage an der Stelle ganz einfach, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!